Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Red Dead Online. Ja, wir spielen heute mal wieder eine weitere Runde in Red Dead Online. Ah, das ist ja toll. Nett. Mittlerweile bekommt man so viel immer mal wieder von Rockstar Games geschenkt, das ist ja geil. Naja, freut mich. Nicht schlecht. Ah, der Soundtrack ist so geil, ne? Der ist sogar heute noch geil. So. Da wären wir. Im lauten Regenwald hier. Gut. Dann gucken wir mal auf die Karte. Und dann schauen wir uns mal an, ja, was wir da jetzt machen können. Wir gucken erstmal hier noch rein. Okay. Ach, das war ja hier bei der alten, ne? Wo ich das mit dem scheiß Shop nicht verstanden habe, ne? Ah, verstehe. Genau. Ja, der blöden Kuh. Wo ich den scheiß Shop nicht gerafft habe. Na, komm. Komm. Komm her. Hotü. Oh Gott, habe ich da gerade einen Bären gehört? Boah, da habe ich gerade ein richtig komisches Geräusch gehört. Hier ist ein Spieler, ne? Ja. Da wurde auch gerade wieder rumgeschossen. Gut. Ja. Da ist ein Bär, ja, tatsächlich. Da rennen wir mal lieber ein bisschen weg, ne? Den wollen wir nichts zu tun haben. Mit dem scheiß Vieh. Boah, die Soundkulisse, ne? Die ist einfach so geil in diesem Spiel. Genial. Ja.
ganz ernst, ey. Also richtig mal wirklich im Ernst hier. Der Sound einfach. Wenn man das gegen GTA vergleicht, ne? So eine heftige Soundkulisse gibt es nicht in GTA 6. Also die Sounds wirklich. Boah, bin ich echt mal gespannt, wie GTA 6 dann mal wird. Also ich sag's so oft, aber es ist einfach verdammt nochmal wahr. Die Soundkulisse hier. Die reißt mich hier gerade wieder so aus dem Socken, deswegen rede ich auch gerade nichts, weil ich irgendwie. Wirklich, wenn ihr das Ganze über Headset spielt, laut über ein Headset, ne? Und euch der Spielsound, ne, richtig laut in die Ohren dröhnt, sodass ihr jedes Detail mit einem guten Headset halt verstehen könnt. Es ist halt so unfassbar geil. Also, wenn ihr Red Dead Redemption über Boxen spielt, dann solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr laute, anständig geile Boxen habt, die gute Bässe haben. Also quasi die Tiefen und Höhen halt ganz geil machen, ne? Ja, mindestens mal so ein 2.0 Sound, 2.1 Soundsystem. Besser 5.1 bzw. 7.1. Also es wäre natürlich geil, wenn ihr so ein Heimkino habt oder so, ne? Also soundtechnisch gesehen. Dass ihr dann ein anständiges Boxen-Setup habt. Weil sonst kann man das nicht so fühlen. Also wirklich, es wäre wirklich dumm, wenn ihr keinen anständigen Sound habt. Also ansonsten zumindest irgendwelche Handy-Kopfhörer an den Xbox One Controller oder PlayStation 4 Controller dran klemmen. Von irgendwie ein Smartphone oder so. Keine Ahnung. Das ist immer noch besser wie bei den meisten Fernsehboxen. Morning, Partner. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. So. Gehen wir mal dahin und dann würde ich sagen, starten wir mal eine Mission, ne? Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, die starten wir, ne? Let's go! Da bin ich ja mal gespannt. Laden, 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 laden. Ah, da sind wir auch schon. Mehrere Teams. Los geht's. Gunrush Teams. Ja, jetzt geht die Action so richtig los, würde ich mal behaupten, ne? Hoffen wir es zumindest. Aber Gunrush hört sich nicht schlecht an. Jawoll! Okay. Aber wir müssen da das Gebiet erreichen, okay? Dann würde ich sagen, rennen wir bzw. sprinten wir mal ein bisschen vor. Ah, okay, dann können wir. Ah ja, da sind Waffen. Ah, ich glaube, da hinten war schon ein Gegner. Da, da sind Waffen, ne? Okay. Gehen wir mal hier rüber. Zack. Ah, und dann geht auch schon die Action los. Schnell ab ins Gebiet. Ja, perfekt. Wo ist denn dein Gegner? In Deckung gehen hier. Ich will auch mal ein paar Kills. Ah, okay, wir müssen weiter vor, ne? Ja. Gut. Perfekt.
Ach, und das Gebiet wird dann... Ach so, das ist so Last Team Standing, ne? Wer am Arsch ist, ist am Arsch. Oder wie kann ich... Ich meine schon, ne? Da ist ein Gegner. Komm her. Scheiße, weg. Okay. Okay. Ja, okay, wir sollen als letztes Team übrig bleiben. Also wir müssen quasi immer weiter vordringen, ne? Bis ins Zentrum. Ja, da vorne ist das Zentrum, glaube ich. Ja, da sind die Waffen. Ah, okay. Das ist der Matchkern, wie auch immer man das nennen soll, der Zentralpunkt. Ja, okay. Da waren gerade voll viele Waffen auf der Karte. Hä, wo lagen denn die ganzen Flinten? Die habe ich gar nicht gesehen. Komisch. Oh, scheiße! Nein! Nein, du Wichser! Verpiss dich! Fuck! Ja, ich glaube, Zuschauen steht da, ne? Wenn ich X drücke, kann ich das hier verschnellern, aber... Ich glaube, wir sind ja eh tot, ne? Dann brauchen wir ja nicht... Oh, Mann. Ich beeile mich da, ne, da drauf zu spammen. Ja, okay. Gut, dann ist meine Frage, ob das hier Last Team Standing, also nur mit einem Leben ist, schon beantwortet. Ja, ist es. Okay, gut. Okay. Scheint auch zu warten. Er campt das schön, ne? Ja. Ah, geil. Er ist ja nicht aus unserem Team. Ach, scheiße, was war überhaupt unser Team? Ne, das gäbe es ja Gegner gegen uns. Ja, keine Ahnung, was unser Team war. Sind das die letzten paar Sekunden oder jetzt? Nee. Achso, ich glaube. Achso, weil der aus dem Gebiet raus ist oder so, ne? Deswegen kommt das jetzt die ganze Zeit. Ah, scheiße. Geh weg. Ich weiß zwar nicht, aus welchem Team du bist, aber geh trotzdem weg. Du wirst getroffen. Immerhin können hier in Red Evidentian die Charaktere, die sprechen zwar auch nicht, aber immerhin stöhnen sie, wenn sie angeschossen werden. Also jetzt nicht falsch verstehen mit stöhnen, ne? Aber immerhin gibt es diese Sound nicht so... Sogar in GTA 4 die Charaktere im Online-Modus konnten da sprechen. Naja. Dröhnt, ne, auf den Ohren. Richtig geil.
Okay. Okay. Ich kann besser aus unserem Team, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ah, was war das denn? Hä, gehören die zusammen? Hä, nee. Sind die nicht zusammen, oder? Nee. Oder doch? Was ist das? Nee, doch, die gehören gar nicht zusammen. Ja, klar, sonst ja, wäre ja schon längst was passiert. Was ist das denn jetzt hier? Oder... Der scheint doch aus dem Gegner... Ah doch, der hat lila und wir haben blauen. Sind wir blau? Ich weiß es gar nicht, ich habe gar nicht aufgepasst. Scheiße. Ah, guck mal, null Kill. Naja, null Kills, ein Kill. Hä, was heißt das denn? Ach, dass ich einmal gekillt worden bin, oder was? Ah. War das unser Team? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Boah, die alle schon für Ränge haben, ey. Und ich bin noch Rang 4, ey. Was ist das denn? Ich müsste eigentlich auch schon viel höher sein. Irgendwie Rang 11 würde ich eigentlich gern sein. Oh, das ist ja kacke, ey. Haben alle schon so Mega-Ränge und ich hab da so einen Piss-Rang. Naja, dann tun wir mal fortfahren. Laden, laden, laden. Wir lieben alle Ladebildschirme. Nicht. Ja, komm, wir sind fertig. Will weitermachen. Okay. Team Orange. Türkisblau. Gelb. Lila. Ja. Also wir sind im Team.
Blau? Glaube ich. Kaufen muss man hier. Nee. Ach, ja. Haben aber viele jetzt umgewechselt. Wir sind im Team Blau, oder? Na, ich weiß es nicht. Steht ja auch nicht da im Text. Da steht ja nur erklärt. Ah. Kämpfe immer. Waffen, Munition, das. Ja, da steht's ja auch. Ich Idiot hätte ja auch immer erstmal lesen können. Da steht's ja auch mit den. Dass das letzte überlebende Team gewinnt. Oh Mann. Okay, weiter geht's. Nee, wir sind im Team Orange. Okay. Wir sagen, los geht's. Okay, da sind auch Waffen. Kann man da rein? Ja, kann man. Ach, das ist ein Saloon oder so eine. Ah, ne, okay, ich hab schon gedacht, Gegner. Scheiße! Achso, da kann mehr auf uns draufknallen und es wiederbeleben. Und, Mhm. Gut, dass ich immer noch nicht so viel kapiere. Aber Lampen kommt es. Ja. Gut. Guck mal wieder zu. Dann seht ihr, wie ein spannendes Gameplay. Oh Mann. Nur keine 2 Minuten überlebt mal wieder. Ich glaube, wir sind sogar schneller gestorben als im letzten. In der letzten Mission oder im letzten Gun Rush. Wow. Machen wir wieder raus. Bitte. Ja. Mhm. Komm, ich will einen Kill sehen. Mach mal gutes Gameplay jetzt hier. Besser als ich. Ja, komm. Genau. Du hast Waffen. Du kannst besseres Gameplay abliefern. Für meine Zuschauer. Jawohl, komm. Komm, ich schau bei dir zu, jetzt reiß mal was. Du bist hier auf YouTube, hallo? Meine Zuschauer wollen was sehen. Na los. Thank you.
Hä? Ich verstehe gerade irgendwie nicht. Guckt halt die ganze Zeit um die Ecke, ne? Ach so, ja, doch, ja. Vielleicht fehlt ja eine Ego-Perspektive und sieht dann nur sowas. Sorry, also irgendwie habe ich heute so ein Kratzen im Hals, ey, furchtbar. Hm. Bam. Ja. Eher Bam für den Spieler. Nice. Okay. Vielleicht leistet er ja besseres Gameplay. Nein, er schreckt uns erstmal seinen Arsch in die Kamera. Ja. Toll, danke. Jetzt wird das Video, ne, als nicht jugendfreundlich, ne, not family friendly content eingestuft. Dankeschön. Vielen Dank. Oh Mann. Was ist mit der Musik los? Warum ist er jetzt auf einmal so ruhig? Nein, jetzt steht hier meine Stimme im Vordergrund. Oh nein. Jetzt könnt ihr mich mal anständig sprechen hören. Scheiße. Das ist generell ziemlich ruhig. Man hört eigentlich keinen Schießer. Ja, ich wollte schon sagen. Okay. Ich wollte sagen, es ist generell ruhig. Man hört gar keine Schießerei. Aber da geht's natürlich direkt los. Na, mit dem Schuss. Wunderbar. Jetzt geht's wahrscheinlich direkt los. Komm. Okay. Sprintet hier hin. Ich glaube, da ist ein Gegner. Hier irgendwo. Das funktioniert eigentlich so wie bei Fortnite bzw. PlayerUnknown's Battleground, oder? So, hier vom System. Ja. Ey, lol. Was war das denn für ein komischer Bug? Der scheint ja richtig gutes Internet zu haben. Bei meinem Internet kann es nicht liegen. Ich habe eine 100.000er Leitung. Okay. Da ist einer. Der ist lila. Orange, genau, orange ist unser Team. Einer! Oh, scheiße, vom Kuh. Ah, okay, verstehe. Da oben steht auch, wie viele Leute da noch leben, ne? Vier Leute, scheiße. Da leben noch vier Leute. Und von unserem Team, beziehungsweise von meinem Team, lebt halt nur noch mehr er, okay. Das ist eine Scheiße. Muss natürlich jetzt zusehen, dass er da anständig schwitzen tut jetzt. Oder so. Genau, statt schwitzen, ne? Einfach Kopfschussgang war es das, ja. Scheiße. Geil. Super. Jawohl. Naja, na,
Nicht so wahnsinnig gut. Naja. Ja, ich würde sagen, für unser Rang 4 ist das ganz okay. Aber ich würde sagen, das war's dann erstmal. Ich gehe mal wieder zurück in den freien Modus, in den Free Room. Okay, meine Damen und Herren, das war Gun Rush. Ja, natürlich will ich euch, ich bin natürlich Profispieler. Ich wollte natürlich nur zeigen, wie es nicht funktioniert. Scheiße. Hier im Online-Modus ist wie bei GTA die Karte auch wieder aufgedeckt. Okay, wir sind da. Ist die Stadt und ja. Boah, gibt schon viel in der Legende, das ist schon eine große Legende. Boah. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mein Pferd rufen. Komm mal auf die Karte. Das ist ja. So, schauen wir mal auf. Spieler. Mal drauf gehen. Nee. Gut, die Frage ist, was machen wir jetzt noch? Das ist die Frage. Dann hätten wir hier noch ein bisschen rum, erkunden wir noch ein bisschen. Ich würde sagen, so langsam kommen wir mal zum Ende, ne? Weil, weiß nicht. Aber wir machen noch ein paar Minütchen. Ah, machen wir noch mindestens 10 Minuten, komm. 10 Minütchen machen wir noch. Dann wird das heute mal eine etwas längere Folge. Aber wir haben so oder so einen kleinen Fortschritt. Ich meine, wir sind ja hier kein offizieller Fernsehsender hier, der hier feste Sende. Zeiten hatte ich nehme immer so zwischen einer halben und einer Dreiviertelstunde auf und daher. Das geht schon klar. Das passt schon. Das passt schon. Wir reiten jetzt erstmal noch ein bisschen rum und hier so einen Wüstenabschnitt. Relativ. Frag mich echt, warum wir hier so einen guten Ruf haben und in der Story so den beschissensten Ruf haben, irgendwie. Das ist auch andersrum. Die Story, das ist ja das Traurige, irgendwie. Ja, nehme ich mal die Waffe, ne? Man weiß ja nie. Da hinten scheinen ja auch Gegner zu sein, hinter uns ja auch. Was ist denn das? Ja, das sind ja Spieler, ne? Ein Hirsch? Was ist das? Ein Reh? Ein Hirsch oder ein Reh? Komm, renn weg. Mach mal Platz hier. Ja, danke. Was auch immer du bist. Ein Hirsch oder ein Reh? Ich hab keine Ahnung.
Gott. Ich hab gerade voll erschreckt. Ich hab gedacht, da kommt noch schon ein Feind oder irgendwas angeritten mit seinen Pferden. Aber wir müssen ein kleines Pferd gewinnen. Okay. Scheint die da einen Stamm zu haben oder hier ihr. Ich glaube schon, ne? Wahrscheinlich haben die da eine Base. Ne? Da links ist so eine Festung, ne? Interessant. Ah ne, das sind keine Spieler, das ist KI. Okay. Ich sagen wir, gehen wir jetzt hier, reiten mal jetzt hier links, ja, beim Weg. Weil ich würde mal gerne gucken, ob man da rein kann, ob man sich das einfach mal, ne, ob man das mal erkunden kann. So, ja, scheint offen zu sein, ja. Würde ich sagen. Interessant. No. Gucken wir mal rein, ne? Why not? Echt interessant, das ist das Ding aus, was man auch schon im ersten Teil kennt. Ich glaube, wir sind ja hier auch im Map-Abschnitt, den es ja auch schon im ersten Teil gab. Da sind wir drinne. Geil. Hätte hier so eine Burg, beziehungsweise eine Festung, whatever zu sein. So ein Basisstand oder keine Ahnung, was genau. Hä? Was ist das denn? Kann man hier nicht durch? What the fuck? Was ist das denn jetzt? Ja. Ja, dann hüpf mal hier. Was? Kann man jetzt hier durch? Das ist ja merkwürdig. Ganz komisch. Das habe ich jetzt nicht so verstanden. Wieso geht denn das Pferd? Oder warum kann man da an sich nicht durch? Das war ja eher das Spiel, was... Hä? Ja. Können wir uns da durch? Ja, hier können wir ohne Probleme einfach durch. Hä? Hey, ich habe das... Das verstehe ich jetzt irgendwie gar nicht. Was das jetzt hier wieder war für eine Scheiße. Ganz komisch. Naja. Gut, dann. Hier nochmal. Okay. Interessantes Ding. Krasse Festung oder was auch immer das sein soll. Gut, dann haben wir das uns auch mal angeguckt. Geil. Naja, gut. Ja, okay. Oh, interessant. War interessant, die Festung. Das Feuer irgendwie. Ja, scheint wieder irgendeiner zu sein. Mhm.
Ja, gut. Gut, Leute, so langsam würde ich hier mal sagen, kommen wir mal zum Ende. Da hinten sind Spieler oder so. Gucken wir da mal, ob wir jetzt getötet werden oder nicht. Ja, weil so langsam würde ich auch mal sagen, war es das Ganze hier auch schon mit der Folge. Mal gucken, was. Mission Link scheint kein Spieler zu sein. Das ist eine Shutdown-Serie. Da reiten wir jetzt noch hin und dann würde ich sagen, dann beenden wir da ganz gepflegt. Ja, wo sind die Gegner eigentlich? Ah, da hinten, ja, okay, die sind arschweit weg. Das ist ja so weit angezeigt, wenn, ne? Komisch. Na gut, wir gehen jetzt auf jeden Fall da zu diesem Job hin, sage ich jetzt mal, und dann beenden wir da auch die Folge. Weil wir jetzt lang genug schon aufnehmen. Aufnahmetechnisch sind wir jetzt schon durch. Da ist auch ein Spieler in der Nähe direkt. Polizei. Okay, der scheint wegzureiten. Na gut, Leute. Shutdown-Serie. Okay, Shutdown. Okay. Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit einer neuen Folge von Let's Play Red Dead Online. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und, ja, okay, den Kopf, da können wir schon mal nicht abschießen. Gut. Leute, wenn das Ganze gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen, ne? Wahnsinnig über ein Like freuen und ich hoffe, dass wir es schaffen, bald mal ein bisschen weiter hier zu kommen, ne? Weil wir sind hier leveltechnisch bzw. rangtechnisch erst bei 4. 11 möchte ich gerne sein, so aktuell. Warum 11, fragt ihr euch vielleicht, weil ich mir so denke, so jeden Monat, den das Spiel draußen ist, sollte man einen Rang gespielt haben. So ist so meine Vorstellung, ne? Oder mein Plan. Mehr will ich da nicht. Wenn ich pro Monat einen Rang mache, was am Anfang noch relativ einfach ist, aber irgendwann später ein bisschen schwierig, ja, sein könnte. Ja, deswegen will ich jetzt schon mal ein bisschen leveln. Und dann versuchen wir in den nächsten Folgen natürlich noch da ranzukommen. Und gut, Leute, ja, dann würde ich sagen, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Ja. Nein. Okay. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf diesen Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren, habe ich es ja schon gesagt, aber jetzt bin ich damit auch raus. Ich bin raus. Ciao, Leute.